Hallo zusammen, da sind wir wieder in Dark Alliance mit unserem klassischen, wie heißt der jetzt wieder? Schwertschild oder Schildhimmel? Wo ist der? Der Offliner. Ja, Moment, ich muss mir jetzt gucken, wir haben jetzt das Intro habe ich gar nicht aufgenommen, warum reagiert gar nicht OBS? Fängt erst an, wenn ich da praktisch spielen neu gehe. Bin ich mal gespannt, ob ich da jetzt noch einmal das Tutorial machen muss. Habe ich eigentlich. Warte mal. Achso, halt, falsch. Da war der falsche. War der. Hä? Oh, man darf nur einmal drauf drücken. Ah, da ist ein finster das Gesicht von dem. Ich muss dem den Helm rausnehmen, da, das gefällt mir nicht. Was? Stufe 1 immer, aha. Titels, wir gucken mal die Titels. Elementare Sitzem, ach du Scheiße, da muss ich mich wieder neu. Verteidigung, Treffer, Ausdauer, bababab. Tribute, ach, bis ich das wieder gerafft habe, ja. Immer selber, nein, das ist nicht wahr. Stärke 9. Attributspunkte ausgeben, ich habe gar keine. Das ist blöd, ne? Was haben wir? Ausrüste? Haben wir Schildhammer? Ah, also das wird immer gespeichert. Das Schild des Heldenhammerkönigs. Dem schauen wir ja nichts, ne? Kampfoptionen haben wir noch nichts freigeschaltet. Das ist saublöd, aber es ist also. Länder auch nichts, oder? Nö, die Schmiede, die Schammeler am Bus. Bruno, Katri, das ist seine Tochter, oder? Was, das kann ja nicht seine Tochter sein. Achso, die ist Adoptivtochter. Dries ist anscheinend Adoptivsohn. Wolfgar ist sein Adoptivbruder. Und Goblin sein. Na gut, er war wahrscheinlich nicht verwandt mit ihm. So, Freunde, was ist mit dir? Hast du was Neues? Your Highness? Hä? Was? Du Highness? Simpel. Er hat nichts. Skins. Nix, aber ich sag mal, alles nix. Kuscht alles. Verpiss dich, du Arsch noch. So, Truhe haben wir auch nix. Jetzt müssten wir ja eigentlich einmal weiterkennen, oder ne? Irgendwo, das ist unser Lager, da können wir nirgends raus. Könnte der Puppe da eigentlich vorbei, was sagen? Wow, die lebt noch. Gut. Und das Zelt kennt er gerade neu, passen. Der Clay. So was eigentlich irgendwie? Ne, ne? Nur die Karte hier. Unser Bruder, der Händler und der Schwertkämpfer mit dem Schild. Da. So, Moment. Prüfung von Tempus haben wir ja gemacht. Die Gefährten von Eiswindtal. Akt auswählen. The United Peoples of Icewind Dale had defeated Kessel's armies and destroyed his crystal tower. But the dwarven warriors of Clan Battlehammer returned home to find their halls overrun, their people fleeing the valley. We rushed to their aid, fighting our way through the goblins in Verbeeg to find the goblin commander and put an end to this siege. Okay, also das war jetzt Englisch. Wie gesagt, wir haben ja keine deutsche Sprachausgabe. Gut. Aber da steht so, was er gesagt hat. Einigermaßen machen wir. So, Herausforderungsgrad. Empfohlene Kampfstärke. Kampfstärke der Abenteuergruppe ist 1234. Da gibt es dann also die Belohnung. Das wäre 2 Abenteurer. Das reicht doch, oder? Da gibt es Gegenstands. Rangbereich 1 bis 2, das du auch noch 1 bis 2, du wärst schon 2 bis 3. Oh! Was ist denn bei 2,8? Aha, na, 4 bis 5, okay, mach nix. Garantierte Beute 2, Gold 1500, Material 120, 280 und Erfahrungspunkte 50. Gut, wir fangen gleich an. Goblins vor den Toren. Okay, dann gehen wir mal hin, ne?
just never did say how he managed to take out Kessel and his tower all on his own. Alter, mal ruhig dahin, ja. Awesome. Was ist denn ein Schlüssel, oder? Ach so, ich habe noch gar keine Stimmtür. Weg hier, du Pisser. Auf geht's. Müssen wir da jetzt wieder raus, oder? Ja, ne? Sind wir dasselbe Platz da? Aber gut, das ist... Das konnte ich mal leicht merken, dann. Ever think about Verbeek's... Blablabla, der Biegst links ab. Jo. Da ist er. Hallo, man kann nicht aufnehmen, schön. Ja, das... Ah, das geht... Ich weiß auch nicht, warum. Weil es alles... wird alles verschlimmbessert. Die Gefährten von Ice Goblins. Wow! Kettenspannung! And... Seed! Wo ist er? Das ist der Hauptmann, oder? The dwarves are gone! These are our lands now! Tear down their statue! Tear it down! Tear it down! Whoa! Open shot! Whoa! Sprechender Drache. Da habe ich auch eine, also nur in den animierten Filmen, da gibt's es. Suche die Zwergenkrüge, besiege Moklatsch, den Priester. Das sind also optionale. Und das Hauptziel zu, das Versorgungslager des Invasionstrupps. Okay. Dann auf geht's. Ulgar. Brundar. Ja, ich. Schreib mal den Namen auf. Mithral Hall was my father's and my grandfather's. But this valley is mine. And I'll be dead before I see my people turned to a clan of refugees again. Hast du das jetzt, wird das gesagt? Oder ist irgendjemand in der Nähe hier? Irgend so ein Kasper. So, Moment mal, kann ich das da oben aussuchen? Was ist denn jetzt? Ich habe drei Tränke. Was ist das? Sammeln. Ein Sammelstück. Ein Zwergengrub. Da ist ja schon einer. Da brauchst du ja keine zwei, oder? Auto. Das. Oh, das. Hoho. Jetzt hat er aber. Die Lootkiste. Der Lootkristall. Wow. 10 ungewöhnliche Kristalle. Aha. Sehr ungewöhnlich aber, oder? Ah. Oh, 20 Gold. Man darf hier nichts liegen lassen. Oh, jetzt wird's. Ach, das wird schön. Haha. Wie sag mal, nicht, dass ich was übersehe. Da muss die Augen aufhalten, Freunde. Hier wird gelootet. Gelootet. Sei nicht so laut. Warum sind das jetzt so laut eigentlich alles? Hallo? Hm? Mach langsam. Ja. Grundlegendes zum Spiel. Angriff. Die Straße vor uns ist gefährlich und voller übler Kreaturen, die von der bedrohlichen Macht des Splitters zum Kampf gerufen wurden. Ja, das mit dem Splitter habe ich noch nicht erklärt. Drücke RB für einen leichten Angriff und RT für einen schweren. Kombos sind verschiedene, aber der das Ausführen von Aktionen im verbraucht Ausdauer. Leiste wird nach kurzen Verzögerungen langsam wieder aufgefüllt. Spezialangriffe verringern die maximal verfügbare Ausdauer. Du kannst deine maximale Ausdauer wiederherstellen, indem du eine kurze Rast einlegst, Angriffe parierst oder einen Ausdauertrank nimmst. Also, habe ich aber noch nicht. Grundlegende Verteidigung. Um sich zu verteidigen, halte linke Bouncer gedrückt.
damit man Angriffe blocken, oder tippe die Taste kurz vor einem Treffer, um diese zu parieren. Einmal B zum Ausweichen oder zweimal zum Ausweichen eines Spurts zum Ausführen. Mit einem Spurt legst du eine größere Distanz zurück. Okay, dann wollen wir mal. Wir haben ja das Tutorial gemacht. Ich denke, dass ich das da schon hochgeladen. Ach so, Angry Hammer. Mucklatsch, den Piekser. Dann müsste ich natürlich wissen, wo der ist. Wer ist denn das jetzt? Ach, der Drache hat hier euch vor. Das sieht doch gut aus. Ich weiß gar nicht. Auf Steam alles negativ. Alles in Englisch konnte ich nicht lesen, aber ich weiß ja nicht, was da negativ bewertet wird. Die Grafik wurde bei M negativ bewertet. Verstehe ich gar nicht. Ist doch gut, oder? Da gibt es Schlimmere. Denke ich. Ach, eine Kiste. Oh, weg. Hä? Verlangsam. Gerne oder nicht? Wow, das ist blöd jetzt. Wenn ich mir durch Frost schade. Ich glaube, ich fange schon zu spinnen jetzt, oder was? Ah, die Ketten sollen das verlangsamt anzeigen. Ah, klasse, ja. Ach, super, Alter, was machst du denn jetzt? Wie kommst du denn hier an die Truhe? Durchs Feuer, da kannst du dich aufwärmen. Geht schon mal nicht. Ah, Moment mal, jetzt haben wir das Sonnensymbol. Jetzt. Wenn er eins kommt, raus hier! Ach du Scheiße, guck. Jetzt nimmt es langsam ab. Ne, da haben wir uns jetzt aufgewärmt und dann können wir da gefahrlos durchrennen. Das muss man da natürlich wissen, ne? Freunde, das muss man wissen. Nehmen wir einen Trank. Nehmen wir ein Schlückchen. Schmeiß doch das Zeug nicht auf den Boden, Mensch. Die Goblins kennen es dann nicht, sagen wir ja. Ach du Scheiße, Freunde. Guck mal, nimmt das jetzt auch ab da oben, oder? Es zuckt ein bisschen. Die Sonne. Ich gehe mal da gucken, wer da oben hockt. Also man muss darauf achten. Ah, eben nimmt es ab. Oh, da ist noch eine Truhe. Das ist blöd jetzt. Kann ich da nicht weiter hupsen, oder? Tief, ne? Warte mal, Moment, ich gehe nochmal zurück. Aber wenn das... Und dann... Was ist mit Laufen? Ah, es geht eben. Wärme, Wärme. Achtung, voll. Jetzt! Schnell, Holger! Rutzka! Spring! Wow, du bist klasse, Rutzka! Schnell! Hopp, Rutzka, raus! Oh, oh, ist schon wieder verlangsamt. Oh, das wird aber jetzt nicht lang angehalten, Freunde. War vorher länger, finde ich. Aber wir haben es klar gemacht, oder? Im Moment warte, dass das... Okay. What? Du Scheiße, konnte er springen. Ah ja, Zwerge sind berühmt für ihre Sprünge. Und außer wenn sie geworfen werden. Dann nicht so. Können wir da wieder... Was mit Eis? Ach, das sind Brüder von dir. Oh. Okay, was so, was ist hier? Da ist das Zwergenreich. Wo ist denn der Drache überhaupt? Wann der sich versteckt jetzt? Für die Fahne der Goblins. Schreiend und jammernd werden sie vor dir knien. Alter, Alter. Oh, warte mal. War jetzt nix. Unska. Okay. Da liegt, glaube ich, auch noch was. Suche das Versorgungslager. Zerstöre die besiege Mucklatsch den Piekser. Also ich behaupte jetzt einfach mal, hier in dem Anfangsgebiet war kein Piekser, oder? Hallo? So, das sind 1, 2, 4. Okay, jetzt habe ich irgendwas, wo ich... Aber es gibt auch einen Fernkampfangriff. Könnte ich doch durch sowas... Maul halte!
Achtung! Badja, badja! Zwei sind schon immer weg. So. Boah, sei ruhig. Komm her. Hey. Oh, oh, oh. Wo sind der jetzt her? Guck mal, das ist doch... Hat die Kumpel da einfach aus dem Boot rausgekrabbelt, die Deppe da. Hä? Der immun, wie geht das? Oh, Tila Gatschi! Wow! Ach du Scheiße, ja. Ich glaube, ich kurz. Hol mal den da hin, lass der keinen Unfug machen. Lauf doch mal! Das ist der Falsche. Oh, das wird ein bisschen episch hier. Scheiße. Ich kann ihn nicht mehr lösen. Oh, das mache ich alle jetzt. Pass auf. Wir sind da auch noch. Heine, weg hier! Da muss man ein bisschen üben, Freunde. Das ist ein bisschen komplexer. Lagerfeuer erscheinen, wenn alle Monster in einem Bereich besiegt wurden. Wenn du eine kurze Rast einlegst, werden die Verbrauchsgüter aufgefüllt, Fähigkeiten zurückgesetzt und ein Kontrollpunkt erstellt. Ah, das gefällt mir doch. Außerdem werden besiegte Gegner... Oh, Monster wieder, will ich. Wenn du keine kurze Rast einlegst, erhältst du einen Beutesicherheitsbonus. Das ist scheiße. Wo ist denn das Lagerfeuer überhaupt? Mit was zum Auto liegt was. Das Buch der Weisheit. Ein Buch. Ein einziges Buch. Ich würde mich interessieren, was der Fankämpfer hier aufgestellt hat. Also die Fankämpferin, das ist ja eine Dame. Also die Schwiegertochter von Brunska. Ah, immerhin ein bisschen Gold drin. Aber man kann in der Option nächste Char auswählen und kann mit dem noch einmal spielen. Mache ich vielleicht. Hinterher spiele, ne? Wenn ihr versteht, was ich meine. Gut, das versteht nicht jeder, aber das macht ja nicht. Auto. Wow, Gold kriegen wir jetzt auch ein bisschen was. Sommer. 7 epischer Crystal. Kristalle. Was ist das? Eine Armbrust, eine riesige Armbrust. Achso, die soll ich zerstören. Ah klar. Okay, habe ich vergessen. Ah, zerstöre die Balliste. Suche den Ausguck in der gefrorenen Hülle. Höhle. Ach, der zweite Krug. Oh, den haben sie gut versteckt, der. Jetzt wird er gut. Oh, da muss ich aufpassen, Freunde. Ich gehe mal noch einen halben Meter zurück. Ach, Moment, da fällt mir gerade was ein. Ah, wir haben schon ein bisschen was. Ich will das... Warte, wo kann man das hier... Ist das hier gut? Hier sieht das gut aus. Oder? Dreh ich mal rum. Schade. Ach doch, das geht. Ah, okay, aber... Warte mal, wir machen das so. Ist ja jetzt egal, ob der jetzt auf dem Rücken... Moment. Spielweise, das Mausel? Ne, nix Mausel. Sicheren Bildschirmbereich einpassen. Was soll denn das sein? Sichtbar, wenn verdeckt, Leistung. Wo waren das jetzt? Das ist ein Bewegungsunschärfe. Das lassen wir mal auf 100%. Da war doch irgendwo... War doch was... Sichtbarer Bereich hoch. Ja. Sprach, Chat, Gesamt, Musik, Effekt. Komm mal los, so. Ich finde, das ist auch eine... Kopfhörer, Hut. Huttransparenz.
Scheiße, ich finde es jetzt gar nicht mehr. Da war das gar nicht in dem Spiel. Da konnte man die nicht die Sichtweite. Wie hieß denn das jetzt? Ich hab's vergessen. Machen. Was man halt auf dem Bildschirm sieht. Ach du, Sichtfeld der Kamera. So. Ich gehe mal auf 30. War ja ungefähr auf der Mitte, ne? Ah! Seht ihr? Schön haben wir mehr so Art Diablo. These goblins and Verbeeg need to be dealt with. And this siege ended before I can ever hope to reclaim my halls. Bleib mal ruhig. Alter, ich kann entweder bewege ich dich oder du erzählst mit mir. Aber der Freunde konnte sein, dass das ein bisschen, wie sagt man da, so ein Wischeffekt hat. Oh, das könnte natürlich sein. Obwohl, hä? Hält sich in Grenze. Ist der Fling, hä? Mit der Rüstung. Ich hab's mal gewogen. Die wiegt der Läsch in 30 Kilo. Gucken wir mal. Sorry, aber ich muss das nochmal machen. Ich will das jetzt nochmal. Ist ja. Wo waren das jetzt? Ich gehe mal runter auf 20. Ja, ich will die Änderung speichern. So, hä? So kommen wir los. So geht's. Ist nicht ganz so schlimm und nicht ganz so gut. Erlaub mir, spielen noch ein bisschen. Wie lange habe ich ein Spiel? Schon 22 Minuten. So, da müssen wir was freisprengen. Ah, warte mal, da ist so ein... 8 ungewöhnliche Kristalle. Alles klar. Da hängen sie, die Brüder. Hey Brüder! Hanging around, oder was? Warte mal, ich gucke mal, ob ich das... Achtung, jetzt kommen die Gegner. Super. Die Goblins. Oh, halt. Ah, Gold liegt rum wie Sand am Meer. Sagen wir, was haben wir da? Eine ungewöhnliche Axt. Ein ungewöhnlicher Goldbeutel. Das kann man leicht. Oh, das kann man leicht übersehen. Eine Tafel. Das scheint aber nichts zu sein. Eine ungewöhnliche Axt. Ach du, guck mal. Die Buff gibt's auch, wer ist denn das? Zustände blind, ätherisch, erschöpft, gefroren, gepackt, unsichtbar, verhöhnt. Verwirrt. Aha. Ach du Scheiße, Freunde. Da wunderst du dich, wenn dann alles da oben aufleuchtet über dem kleinen Anzeigefeld. Denkst du, was macht denn der jetzt? Denn? Okay. Halt. Ach, kann ich sagen, dass ich von hier aus gar nicht... Au. Oh, das wollte ich gar nicht. Ich kann von hier aus gar nicht auf mein... Menü, Inventarmenü drauf zugreifen und zum Beispiel jetzt die Waffe wechseln. Das geht nicht. Das ist schade, ja. Das ist echt schade, Freunde. Das ist, ne, ich habe ja nur zwei Tasten. Endlich für die Optionen und das andere. Oh, das wäre übel, Freunde. Das wäre übel, ja. Ich habe jetzt fast 25 Minuten. Ich habe ein bisschen viel gelabert. Ich mache jetzt erstmal einen Cut. Und dann mache ich, weil ich tue das dann lieber ein bisschen aufteile, schon schwätze zu lang. Okay, bis später. Juhu!